Hallo liebe Hausbauhelden, herzlich willkommen zur heutigen ganz besonderen Roomtour. Wir sind nämlich zu Besuch beim Stuttgarter Künstler Tomasz Weber. Tomasz lebt nicht nur hier in seiner Stuttgarter Altbauwohnung, sondern er hat hier auch sein Atelier und ist hier künstlerisch tätig. Und wir haben uns gefragt, wie lebt und arbeitet ein solcher Künstler? Wo nimmt er seine Inspirationen her? Wie ist er eingerichtet? Und wie kombiniert er das Wohnen mit dem künstlerischen Schaffen? Und das alles schauen wir uns heute an. Ja, Tomasz, vielen Dank, dass du uns hier in deiner Stuttgarter Wohnung, dass du uns hier begrüßt, dass wir heute schauen dürfen. Du lebst nicht nur hier, du arbeitest auch hier und wie man sehen kann, ist es sehr künstlerisch. Vielleicht fangen wir an mit ein paar Hard Facts zu dieser Wohnung. Die Größe, wie viel Zimmer, wie lange wohnst du hier? Erzähl uns ein bisschen was. Also die Wohnung hat 2,5 Zimmer, insgesamt 97 Quadratmeter. Wurde vor ungefähr 3 Jahren kernsaniert, was für mich persönlich sehr wichtig war, weil Altbau war schon mein Anspruch, aber leider ist Altbau oft in einem sehr schlechten Zustand zu finden. Und hier wurde einfach alles neu gemacht, von Fenstern, Parkettboden, Dämmung und so weiter, was man heutzutage einfach braucht und mehr darauf achten sollte. Ich und mein Mitbewohner Jonas, weil das ist eine Zweier-WG hier, sind hierher vor 2 Jahren gezogen. Davor haben wir schon 4 Jahre in Stuttgart zusammen gewohnt. Deswegen wussten wir einfach, dass dieses Zusammenwohnen super klappt. Dieses Haus hier ist, wenn ich richtig mich erinnere, 1950 gebaut. Richtig, ja. Und das ist ein Mehrfamilienhaus. Wir haben hier 4, 5 Stockwerke. Wir haben hier 4 Stockwerke plus Dachgeschoss, ja. Dann lass uns doch noch mal hier ein bisschen über die Wohnung und über eure Einrichtung auch sprechen. Ich meine, du als Künstler, du hast hier bestimmt auch ganz besondere Ansprüche gehabt und mit reingebracht, gerade wo du auch sagst, dass dein Mitbewohner dir das so ein bisschen auch gern überlassen hat. Wenn ich ehrlich bin, schon bevor ich die Wohnung gesehen habe, also vor Ort hier, wusste ich schon ungefähr, was ich gerne daraus machen würde, wie wir das Ganze hier aufteilen könnten und was wir reinbringen könnten. Weil da in der Anzeige war Gott sei Dank kein Grundriss dabei. Deswegen hatte ich eine klare Raumvorstellung und ich konnte die Nacht vor der Besichtigung nicht schlafen und habe schon da meinen Plan geschmiedet. Die Basis, mit der ich gearbeitet habe, waren die Bilder, weil meine Kunst ist schon länger da, ist schon länger präsent in meinem Leben und das hänge ich auch immer sehr gerne in meiner Wohnung auf, um Leute mal einladen zu können, um denen das zu präsentieren. Man kann hier gerne gut so eine private Vernissage machen, wenn ich außerhalb keine Ausstellung habe. Deswegen wusste ich, dass die Wände sehr bunt bespielt sein werden. Daher war mir wichtig, dass die Einrichtung ein bisschen zurückhaltender ist. Und dabei habe ich dann noch Wert auf natürliche Materialien wie Holz und einige Pflanzen gelegt. Und das Ganze eher versucht, in so einer reduzierten Form zusammenzustellen, aber trotzdem so gemütlich zu machen, dass man hier gerne wohnt. Deine künstlerische Ader, fließt die hier auch ein in Möbel und in Einrichtungsgegenstände? Da ich in der Zeit eigentlich ausreichend Zeit hatte, das waren 2 Monate, wo wir den Umzug vorbereiten konnten, das war aber den Sommer lang. Wir hatten damals noch einen Garten da in der alten Wohnung, deswegen da konnte man gut auch so dreckige Dinge basteln. Deswegen habe ich manchmal dann über eBay-Kleinanzeigen altes Mobiliar besorgt, wie zum Beispiel so einen Holzstuhl, den ich dann komplett auseinandergenommen habe, neu geschliffen und neu gestrichen habe. Davon gab es auch ein paar Stück mehr, die leider bei einer exzessiven Party hier kaputt gegangen sind, aber ja, das gehört einfach dazu. Dann auch zum Beispiel diesen Tisch. Ich wollte nicht einfach in einem Laden so einen Fertigtisch kaufen, sondern eher mir selber überlegen, was könnte wirklich hier dazu passen. Deswegen habe ich auch ganz einfach in einem größeren Baumarkt diese Tischplatte besorgt und dann separat die Füße, die ich dann selber montiert habe. Auch zum Beispiel diese Stehlampe, die habe ich auch selber konzipiert und umgesetzt.
Das ist auch ein ganz einfaches Prinzip. Diese Betonbasis, die ich einfach gegossen habe und dann Leuchtröhre rein. An der Decke kann ich den Stuck erkennen. War der vorher schon drin oder steckst du da auch dahinter? Also ich muss sagen, die Wohnung war tatsächlich ziemlich nackt. Aber für mich gehören solche Elemente einfach zu einer Altbauwohnung dazu. Das sind so ganz einfache Styropor-Elemente, die man mit Heißluftpistole draufklebt und dann einfach mit Wandfarbe übermalt, damit das Ganze so eine ähnliche Optik bekommt. Spannend. Ja. Habt ihr das nochmal irgendwo in der Wohnung? Ja, genau. Das Ganze zieht sich in meinem Zimmer direkt weiter. Wie gesagt, war hier nur ein Kabelauslass mit einer Glühbirne, die einfach viel zu wenig für mich ist, weil ich brauche... Das ist nicht nur mein Schlafraum, sondern tagsüber eher mein Arbeitsraum. Also hier arbeitest du, das ist dein Atelier? Hier schlafe ich und hier arbeite ich. Ja. Okay. Und hier ist es für mich wichtig, sowohl eine Atmosphäre zu schaffen, wo ich gut arbeiten kann, wo alles gut ausgeleuchtet ist und wo ich auch gleichzeitig abends eine gemütliche Stimmung schaffen kann. Ein Highlight hier, und das ist ja auch so ein bisschen Altbau-Charme, ist wahrscheinlich diese Tür, richtig? Richtig, das ist tatsächlich mein persönlicher Highlight. Und zwar, wenn ich die Türe aufmache, habe ich einfach das Gefühl, dass ich so ein riesiges Zimmer habe. Zumal du ja hier auch kreativ wirst, wahrscheinlich hilft dir es auch ein bisschen, da Raum zu haben und dich nicht so eingesperrt zu fühlen. Richtig, richtig, weil das habe ich mich früher tatsächlich in meiner Wohnsituation öfter so gefühlt. In den Studentenzeiten hatte ich ein kleines 9 Quadratmeter Zimmer. Im selben Zimmer war ein großes Bett, ein Schrank und meine große Leinwand. Und wahrscheinlich hast du gemerkt, ich male am liebsten große Formate, weil da kann ich mich besser ausdrücken. Und große Formate brauchen Platz. Was haben wir hier für Elemente, die du auch künstlerisch gestaltet hast oder zumindest konzipiert hast? Also da würde ich vorschlagen, dass wir direkt mit dem Thema Lampen weitermachen. Und zwar habe ich mal in meinem Heimatland Slowenien so eine ähnliche Lampe von einem jungen slowenischen Designer gefunden, die ich unbedingt haben wollte, aber damals konnte ich mir leider so eine teure Lampe nicht leisten. Okay. Deswegen habe ich dann selber überlegt, wie könnte man das gut und relativ einfach nachbauen. Mhm. Und da kam ich auf die Idee, Hula-Hoop-Ringe zu besorgen aus Holz. Ich habe dann mit meinem Kollegen Daniel, der Schreiner ist und der mir dabei ausgeholfen hat, das Ganze zusammengeklebt, von hinten ausgefräst und mit einem Winkel so einen LED-Streifen eingesetzt. Und das Ganze strahlt nach außen mit so einem leichten Winkel. Und das führt dazu, dass sich so eine optische Täuschung bildet, als ob quasi in der Mitte ein Schatten entstehen würde. Der Schrank ist, den habe ich aus alten Röhren gebaut. Man sieht da, dass ich sehr farbenfroh bin, was Klamotten angeht. Ja, eindeutig, ja. Ich bin der Meinung, dass das Leben sowieso hart genug ist in sich und wir müssen uns das nicht unbedingt komplizierter machen. Dieser Blumentopf, den ich hier sehe, ich könnte mir vorstellen, der stammt auch aus deiner Feder, in Anführungszeichen. Erzähl uns was ein bisschen. Weil sowas würde ich nicht über einen Online-Shop bestellen, weil das Ding wiegt 50 Kilo. Wie gesagt, hatte ich früher einen Zugang zu einem Garten, deswegen konnte ich da ein bisschen auch dreckiger arbeiten, auch mit sowas wie Beton. Und zwar kam ich da auf die Idee, so Plastikröhre zu nehmen, die ich in einen Ring gebunden habe. Und das hat dann als Modell für den Abguss gedient. Und davon habe ich 2 Stück gemacht, die ich für Pflanzen anwenden wollte. Also das heißt nochmal zum Verständnis, Wasserrohre zusammengebunden. Richtig, in einen Ring angeordnet. Ja, ja, und da rein hast du selber Beton gegossen? Richtig, ja, weil so bekommt man diese Negativform. Ja, und wie kriegt man das Loch in der Mitte hin? Dann braucht man noch ein zusätzliches, ich weiß nicht, Plastikgefäß oder sowas, was man mit Abstand reintut. Und was man später auch natürlich entfernen muss. Und wie lange musst du das dann so stehen lassen, dass das dann... Das war wie gesagt über den Sommer, aber bestimmt einen Tag hat es gebraucht, bis es getrocknet hat, ja. Und dann ein paar Tage, bis es 100% trocken war, ja. Und sag mal, wo nimmst du dir die Inspiration dafür her? Wie kommt man da drauf? Das meiste, auch für meine Kunst im Alltag, die Interaktionen im Alltag, sehr viel auf Reisen. Also manche Länder haben echt einen großen Einfluss darauf, weil die voller Farbe sind, voller Muster sind, interessante Materialien haben. Welche Länder inspirieren dich?
Zum Beispiel Marokko sehr stark. Da war ich gerne so im Januar, Februar jährlich da. Weil genau die Elemente, die ich gerade genannt habe, so intensive Farben und Muster, finden sich da überall wieder. Und manchmal geben mir diese Energie aber Menschen, die mich im Alltag halt so irgendwie beeindrucken mit ihren besonderen Eigenschaften oder auch nicht mit besonderen Eigenschaften, auch mit ganz alltäglichen, dass ich mich dann entscheide, das malerisch auch umzusetzen. Und das machst du jetzt hier? Richtig. Neben deinem Bett. Ja, ja. Da würde ich jetzt gerne noch mal drauf zu sprechen Sehr kommen. Sehr gerne. Ist für die meisten eine ungewöhnliche Kombination. Die meisten Künstler trennen das gerne von ihrem Wohnraum. Das war nicht mein Anspruch. Manchmal passiert es, dass ich abends im Bett liege und ich vielleicht nicht einschlafen kann. Und dann stehe ich mal auf und male noch für eine Stunde und lege mich dann noch mal hin und versuche zu schlafen. Wenn ich weiß, dass ich so eine längere Malsession machen werde, dann bereite mir tatsächlich alles vor. Ich habe einen Teppich, den ich mir hier auslege, um einfach den Parkettboden zu schützen. Aber manchmal passiert es dann doch, dass ein Tropfen auf dem Boden landet oder auf der Wand oder auf dem Vorhang. Aber ein paar Sachen sind Gebrauchsgegenstände, die man mit der Zeit ersetzen könnte. Und Wände kann man auch streichen, deswegen kann man das Ganze alles eliminieren. Das siehst du dann spannend. Und dafür war mir diese Integration in meinen Alltag einfach viel, viel wichtiger. Was haben wir hier noch in deiner Wohnung für Elemente, wo man deine Kunst noch sieht? Ich glaube, du machst auch Mode oder arbeitest eben auch mit Textilien. Ne? Also richtig, ja. Und das Ganze habe ich so angefangen, dass ich, beziehungsweise viele Kollegen haben schon gefragt, ob ich T-Shirts da habe in meinem Stil und so weiter. Und so kam ich auf die Idee, tatsächlich T-Shirts drucken zu lassen. Da habe ich unterschiedliche Motive ausprobiert, aber habe mich natürlich für ein Auge festgelegt. Und zwar stammt das Auge aus einem Gemälde, das hier hängt. Ich habe das einfach dann einscannen lassen und drucken lassen. Aber irgendwann mit der Zeit war mir diese ganze Reproduktion, also maschinelle Reproduktion, zu wenig. Und auch diese neue Klamotten immer wieder zu produzieren, ist halt auch nicht wirklich, geht nicht mit diesem nachhaltigen Gedanken mit. Deswegen habe ich mir dann eine Weile überlegt, wie könnte ich trotzdem in meinem Stil, mit meiner Kunst, Unikate schaffen, die Leute tragen könnten. Und wo ich mich nicht wirklich von dem Pinsel verabschieden müsste. Deswegen kam ich dann auf die Idee, Jeansjacken zu bemalen. Ja, und dann nimmst du keine neuen Jacken, nee. Sondern das sollen eben schon gebrauchte... Richtig, richtig. Mhm. Weil meiner Meinung nach hat jeder zu Hause so eine alte Jeansjacke, ja. Die man vielleicht nicht mehr so häufig anzieht, weil man schon ein bisschen sich satt gesehen hat. Deswegen, wieso nicht der ganzen Sache ein neues Leben zu geben, damit die Leute das wieder verwenden können. Oder so Deko-Elemente oder so ganz banale Elemente, die man einfach im Alltag braucht, wie so einen Türstopper, muss man meiner Meinung nach nicht irgendwas Künstliches kaufen, sondern kann man einfach irgendwas nehmen, was man schon hat. Ich habe zum Beispiel Flaschen genutzt oder so Modellautos, von denen ich auch einige da habe. Die Kleiderstange fällt mir noch auf, Thomas. Hast du die auch selber gemacht? Nee, tatsächlich nicht, obwohl das, glaube ich, schon gut machbar wäre. Die hab ich in meinem Lieblingsladen für Einrichtung in Stuttgart gefunden. Das ist ein skandinavischer Laden, der vom Stil her einfach ganz gut zu dieser Wohnung passt, beziehungsweise zu meinen Ansprüchen. Zurückhaltende Farbe, zurückhaltendes, schlichtes Design, kombinierend mit natürlichen Materialien, die so bearbeitet sind, dass zum Beispiel Holz noch offene Poren hat und so weiter. Und das war mir persönlich halt sehr, sehr wichtig. Verstehe. Wenn wir noch mal ins Badezimmer weitergehen, da gab es auch noch so zwei, drei Deko-Elemente. Das Bad ist ja relativ frisch renoviert oder saniert worden, bevor ihr eingezogen seid. Sehr modern und finde ich auch sehr schön gelungen mit den grauen Fliesen überall und so weiter. Dieser Dusche, die Türen, die gehen auf und deswegen wirkt es hier nicht so eng. Ne? Richtig, ja. Das ist gut gelöst und ja, hier fällt mir natürlich sofort diese Vase an der Wand auf. Obwohl das so dezent ist. Das war tatsächlich ein Geschenk von meiner besten Freundin. Dazu muss ich auch sagen, fast jedes Objekt, was hier hängt oder irgendwo steht, ist nicht nur einfach ein einfaches Deko-Element. Weil Deko finde ich sonst sind eher Staubfänger. Und da muss ich einfach mit meiner Allergie auch ein bisschen aufpassen.
Ja, hat jedes Element eine Geschichte, deswegen hängt es auch da. Und das habe ich, wie gesagt, von meiner besten Freundin bekommen, kurz nach einer Trennung. Und die meinte, dass man dadurch zwar nicht ein gebrochenes Herz heilen kann, aber trotzdem die so ein bisschen näher wäre in meinem Alltag. Sehr, sehr schön. Naja, und natürlich, wenn man hier weiter guckt. Richtig, ja, hier den Blumentopf, beziehungsweise hier würde das eher so als eine Säule verwendet. Du hast den hier umgedreht hingestellt. Richtig, da drauf kam so eine griechische Skulptur, die ich angemalt habe, weil die Blumentöpfe müssen auch nicht immer ganz klassisch sein. Und so eins habe ich auch noch in meinem Atelier für Pinseln. Lass uns noch als letzten Punkt in deiner Wohnung in die Küche noch schauen. Gerne. Ja, hier haben wir auch noch mal so ein paar Deko-Elemente. Ich habe hier vorhin diese Flasche gesehen. Was? Richtig. Oder diese Blumenvase, besser gesagt. Ist auch so eine ganz einfache Sache. Manchmal, wenn eine Ginflasche oder sowas ähnliches leer wird, kann man die auch wieder gut wiederverwenden und daraus was Neues machen. Also auch gerne für Geschenkideen an meine Freunde nutze ich immer wieder sowas. Und die ist angemalt einfach, oder? Richtig. Mit was für einer Farbe? Das ist genau die gleiche Farbe, die ich für meine Gemälde verwende, Acrylfarbe. Mhm. Und so kann ich auch bestimmen, wenn ich irgendwo ein bestimmtes Bild hängen habe, kann ich in der passenden Farbe sowas anmalen und dazu stellen, wie zum Beispiel hier. Also ich habe vorhin gesagt, dass ich mir gerne die Dinge im Alltag ein bisschen einfacher mache. Und zwar ist das so ein Bewässerungssystem, was auf Basis von Terrakotta funktioniert, was nicht gebrannt wurde. Das sind solche Kegel, die wasserdurchlässig sind. Die steckt man ganz einfach in die Erde, Flasche rein und die Pflanze ist für mindestens eine Woche versorgt. Deswegen, wenn man mal verreist oder zu stressig im Alltag wird, werden die Pflanzen darunter nicht leiden. Liebe Hausbauhelden, ich hoffe, diese künstlerisch angehauchte, besondere Roomtour hat euch gefallen und ihr konntet viel Inspiration daraus ziehen. Wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da und abonniert auf jeden Fall auf unseren Kanal. Aktiviert dabei die Glocke, dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr.